So Leute, was geht? Niklas hier von PPF Germany. Das hier wird heute mal so ein bisschen anderes Video. Ich habe mir nämlich keine großen Ideen gemacht, was ich eigentlich sagen will, sondern das Ganze ist eher so ein bisschen aus dem Gespräch raus sich entwickelt. Und zwar geht es um das Tracken von Daten. Ich habe eben gesprochen in unserem Andi, unserem Wochenmeeting. Wir sprechen einmal so ein bisschen über die Woche über, was gerade so Themen sind, die aktuell sind, aus den ganzen Telefonaten mit euch, welche Fehler da häufiger angesprochen werden, Irrglauben und alles andere. Und daraus entwickle ich halt dann, wenn irgendwas dabei ist, was ganz gut ist, Ideen für YouTube. Und was er mir heute gesagt hat, war, dass er aktuell viele Leute hat, die einfach ihre Daten nicht tracken, die beim Sport einfach nichts wirklich protokollieren, messen, ausschreiben und dann, wenn sie bei uns anrufen, wir dann fragen, ey, so, wie schaut's denn aus, wie ist dein Fitnessstand, was ist deine Zeit, bei dir ist dein Gewicht, bei das, und sie können einfach nichts sagen. Und das zeigt einfach, dass ihr, oder dass viele von euch zumindest, überhaupt keinen Plan haben, oder überhaupt keine Planung, kein System haben, was euer Training angeht. Und was mir jetzt auch noch zeigt, ist, dass die meisten es gar nicht ernst nehmen. Weil wenn man wirklich besser werden will, wenn man ein Ziel hat, dann braucht man dafür ja auch einen Weg, sage ich mal, um dahin zu kommen. Da für logischerweise ein System, einen Trainingsplan, wie man es auch immer nennen will. Und wenn du deine Daten schon nicht protokollierst, du halt gar nicht weißt, okay, vor 3 Monaten war ich so viel bei 5 Kilometer, vor 5 Monaten war mein Bankdrücken wert, auf 12 Wiederholungen so viel, was auch immer. Wenn du das gar nicht mittrackst, dann hast du ja im Grunde, also dann bist du gar nicht ernst bei der Sache dabei. Weil wie willst du ein Training steuern? Wie willst du gucken, wie funktioniert mein Training überhaupt? Wird mein Training überhaupt besser, schlechter? Verbessere ich mich? Stagniere ich seit 1000 Monaten, wann, was auch immer? Wenn du das alles nicht mehr aufschreibst, dann ist ja im Grunde ein Training schon fast für den Arsch, weil du kannst einfach gar nicht bewerten, ob es funktioniert oder nicht. Und gerade dann, wenn ich halt mit mir, mit eben anderen aus meinem Team einen Call-Offs mache, will ich ja höchstwahrscheinlich in eine Spezialeinheit rein oder irgendwas ähnliches. Und wir wissen, glaube ich, mittlerweile alle, dass die Fitness dafür sehr hoch sein muss. So. Das heißt, du musst auf jeden Fall eine überdurchschnittliche Fitness haben und das erreichst du ja nicht irgendwie durch Magie oder durch ein bisschen im Gym pumpen gehen und mal die Woche laufen gehen, 1-2 Mal. Sondern das musst du ja systematisch machen, dann musst du ja dir ein Ziel setzen so. Und das Ganze dann mit einem vernünftigen System angehen, weil wenn du das ja ohne System machst, dann ist ja im Grunde alles irgendwo Zufall, wie du trainierst. Und dann erreichst du ja das Ziel ja auch nur durch Zufall oder auch durch Glück, wie man vielleicht nennen kann. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Also es ist halt brutal wichtig, dass ihr eure Daten einfach trackt. Also jetzt wirklich. Also, und es gibt dafür ja auch mittlerweile die diversesten und die vor allem die einfachsten Hilfsmittel. Es fängt an mit so einer scheiß Uhr, die man für 100 Euro bekommt, die ich einfach stumpf bei jedem Lauf, bei jeder Trainingseinheit mitlaufen lasse und die mir dann sogar sagt, ey, du bist besser geworden, ey, du bist schlechter geworden. Was zumindest zum Beispiel jetzt VO2 Max angeht oder was auch immer. Und wenn ich dann das halt noch ein bisschen ernster machen, dann schreibe ich mir irgendwo auf, okay, 5 Kilometer Bestzeit, G1 Pace, so und so vierten, und dann gucke ich halt mal rein, okay, verbessere ich mich da überhaupt oder stagniere ich, werde ich schlechter, was auch immer. Aber nutzt halt so welche Hilfsmittel, nutzt irgendwelche Uhren, irgendwelche Excel-Sheets von mir aus, wo ihr euch selber irgendwas zusammenbaut oder halt so ein ganz klassisches Trainingstagebuch, aber ihr müsst ja irgendwo eure Daten mal festhalten. Also und auch die sagt deswegen protokollieren und gucken, okay, klappt mein Training. Also wirklich, achtet darauf, es ist brutal wichtig und wenn ihr irgendwas wirklich ernst angehen wollt, dann führt daran kein Weg vorbei. Ja, also wie gesagt, macht es auf jeden Fall und gerade wenn ihr bei uns einen Call bucht und wir halt von, du willst ja irgendwas auch durch diesen Call erreichen, du willst dann vermutlich bei uns starten so und wenn wir dann sagen, hey, wie fit bist du und du uns halt nicht sagen kannst, dann denken wir uns auch so, jo, der hat reingeschrieben bei seinem Ziel, er will zum SEK, aber der weiß nicht mal seine Daten, was ist das für ein Typ? Na, deswegen achtet da auf jeden Fall drauf, mega, mega wichtig, trackt eure Daten, habt da immer einen Überblick drüber, wo ihr gerade steht, was funktioniert, was nicht funktioniert und dann kann man auch irgendwann mal vernünftig trainieren. Genau, das einfach nur jetzt so die Kernbotschaft hier von dem Video. Trackt eure scheiß Daten. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr einfach lost und geht auch nicht wirklich ernst an die Sache ran. Denkt immer drüber nach
Wenn ihr Fragen habt zu den ganzen, meldet euch sehr gerne bei uns. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.